Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir alles über das Thema Hula Hoop Apple Watch Training sprechen. Was für ein Trainingsprogramm benutze ich? Warum habe ich ein Apple Watch? Weil die Frage immer wieder unter unsere Videos kommt und ich merke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Für mich ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und deswegen dachte ich mir, warum tun wir nicht einfach über das Thema Apple Watch oder wenn du was anderes hast, warum benutzt man das überhaupt? Und natürlich tun wir, währenddessen wir über das Thema sprechen, Hula Hoop machen. Ich würde sagen, wir machen 20 Minuten Hula Hoop und jetzt für dich, mach Stopp, sieh dich um, zieh Sportklamotten an, hol deinen Hula Hoop und dann mach mit mir 20 Minuten Hula Hoop. Viel, viel Spaß mit dem Video. So, hier bin ich wieder. Was ist das Erste, was ich mache? Natürlich mein Programm hier auswählen. Die Frage kommt sehr häufig, was für ein Programm ich benutze oder was für ein Smartwatch ich trage. Die erste Frage, was für ein Programm ich benutze sonstiges. Warum? Weil es kein extra Programm für Hula Hoop gibt. Ich habe mich belesen, ich habe geguckt, ob ich vielleicht einfach nur damals zu faul war und das gar nicht gesucht habe und vielleicht schon skip. Skip aber nicht. Aber ich muss sagen, ich bin bis jetzt mit mein sonstiges Programm auszufrieden, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Uhr halt schlau ist und weiß oder miss, was da passiert. Und dann kommt halt, was mich interessiert. Und das ist halt mein Kalorienverbrauch. Warum? Weil ich natürlich abnehmen will oder mein Gewicht halten will. Und das kann ich, indem ich kontrolliere, was ich oder wie viele Kalorien ich zu mir nehme und wie viel ich verbrauche. Weil natürlich das Geheimnis von Abnehmen ist, viel mehr verbrauchen, als man konsumiert. Und deswegen ist für mich so eine Uhr extrem wichtig, extrem wichtig. Also ich habe alle möglichen probiert. Von ganz billig bis mittelmäßig, bis ich jetzt bei dieser Apple Watch bin, seit einem Jahr. Und ich sag's dir, es gibt kein einziges Tag, wo ich diese Uhr hier nicht trage. Kein einziges. Und das ist so lustig, weil ich habe so viele Uhren in meiner Schmucksammlung. So viele. Ich habe goldene Uhr, ich habe silberne Uhr, ich habe alles möglich. Aber ich sehe nur das hier, weil mit dieser Uhr ich halt viel mehr Informationen habe, als wie spät ist es. Und mit meiner anderen Uhr kann ich halt nur sehen, wie spät ist es. Und ich war, guck mal, ich habe beim Amazon, war mein erstes Smartwatch damals gekauft. Ich war auch zufrieden, es hat auch seine Arbeit gemacht. Es war aber sehr, sehr sportlich, ne? Das war für mich so, ich kann das nicht tragen, wenn ich ein Kleid habe oder einen Rock habe und ein bisschen eleganter bin. Dann sieht halt nicht so schön aus. Dann habe ich mir andere gekauft mit einer anderen, also es war auch so, die, wo ich halt Sport machen konnte und sehen konnte, wie viel ich verbrennt habe. Ja, und dann hatte ich halt so eine Ledergürtel. Es war auch schick, es war auch schön. Und ich war auch zufrieden. Und zurück in die Vergangenheit. Warum wollte ich so eine Uhr haben? Das war damals mein Fitnesstrainer. Er hat gesagt, damit ich Fett verbrenne und nicht in meine Muskel reingehe, und jetzt kommt was Fachliches, wo ich überhaupt keine Ahnung habe und das auch nicht erklären kann. Ich weiß, dass er gesagt hat, mein Herzfrequenz darf bis maximal eine Nummer sein, weil alles, was drüber ist, macht keinen Sinn. Weil alles, was drüber ist, es hat nichts mit Fettverbrennen zu tun, sondern eher mit Muskelmasse und so. Und dann sagte er, ich muss das monitorieren, also ich muss das kontrollieren, weil ich halt immer vor meiner Sporteinheit Cardio gemacht habe und danach nochmal Cardio gemacht habe oder früh nüchtern halt nur Cardio gemacht habe. Und da war es sehr wichtig, dass ich halt in dieser Herzfrequenz bleibe. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich glaube, das war 140 oder sowas ungefähr oder 130 und ich durfte nicht drüber. Ich weiß es nicht mehr.
Wenn ich ihn mal wieder sehe, dann frage ich nochmal. Aber ja, da durch ihn, durch seine Bemerkung, habe ich gemerkt, okay, also er hat mich quasi halt dieses, ja, der hat mich getriggert mit seinen Kommentaren. Dann dachte ich, okay, ich will das probieren. Und dann, wenn du abnehmen willst, musst du halt viele Sachen gucken, ne? Musst du dich bewegen, musst du Wasser trinken. Musst du nicht, aber du willst das, weil das ein neues Ziel ist. Und mit so ein Gerät an deine Arm oder an deine Handgelenk kannst du das Ganze monitorieren und gucken, okay, wie viele Schritte habe ich jetzt, wie viel muss ich noch? Oder wie, naja, habe ich Sport gemacht, wie viele Kalorien habe ich verbraucht? Wie viel habe ich aber auch zu mir genommen? Und das macht nicht diese, also, das ist nicht die, das macht nicht an sich die Uhr, sondern andere Apps, die man zum Beispiel im Handy hat. Und dann kannst du immer sehen, okay, wie viele Kalorien habe ich heute konsumiert und wie viel habe ich jetzt durch meinen Sport verloren oder wie lange bin ich gelaufen oder wie viele Schritte. So, solche Informationen wollte ich unbedingt haben. Und deswegen war für mich am Anfang, ja, ich wollte oder ich konnte mir kein Apple Watch leisten. Das war einfach mehr so teuer und ich wusste nicht so richtig, warum ich das brauche. Und wie gesagt, ich war mit meiner anderen Uhr auch zufrieden. Das Problem ist, dass ich ein iPhone habe. Entschuldigung. Und natürlich, wenn du andere Art von Geräten benutzt, es ist halt manchmal nicht so kompatibel, wie du dir es wünschst. Und was dieses hier kann, ist, du kannst alles, was du mit deinem Handy machst, auch hier machen. Du kannst ja deinen Kalender gucken. Du kannst Anrufen entgegennehmen. Du kannst Anrufen wegdrucken. Du kannst Sprachnachrichten beantworten. Du kannst alles möglich machen, weil es natürlich Apple und Apple ist kompatibel. Und für mich kam schon dieser Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ja, das will ich, das brauche ich. Und ich muss sagen, ich habe dieses Apple Watch hier nicht nur wegen Sport, sondern alles. Das macht mir viele Sachen viel einfacher. Ist vielleicht für die eine oder die andere gar nicht wichtig, aber für mich ist es wichtig und ich wollte das auch so. Ich wollte halt schnell gucken, was ist, wenn ich meine Handy nicht in der Nähe habe. Oder zum Beispiel, wenn ich im Fitnessstudio bin und Sport mache, ich will nicht mein Handy die ganze Zeit in die Hand haben, weißt du? Aber ich will Musik hören. Ich will meine Kopfhörer tragen. Ich will Musik hören, weil so motiviere ich mich und so mache ich viel geiler Sport. Und mit der ganzen anderen Uhr, die ich hatte, konnte ich solche Sachen nicht machen. Ich konnte nicht telefonieren, währenddessen ich Musik höre und irgendwo hinlaufen. Das war halt, diese Kompatibilität war halt nicht da. Und das hat mir halt gefehlt und das wollte ich halt so sehr. Und ich wollte, wie gesagt, immer dieses Art von Uhr haben, wo ich die ganzen Sachen monitorieren kann. Das war für mich extrem wichtig. Und dann habe ich mich entschieden, vor ein Jahr, genau ein Jahr, also im April, nach langer Überlegung, habe ich das Ding hier gekauft. Ich sag's dir, es ist viel Geld, ja, aber es ist halt, es gehört zu mir, es gehört zu meiner Routine. Wie gesagt, es gibt keinen Tag, wo ich das nicht trage. Egal wo ich bin, ich kann halt schnell telefonieren oder schnell eine Sprachnachricht oder ein WhatsApp antworten. Und ich kann Musik hören, wenn ich im Fitnessstudio bin und kein Handy dabei habe. Weil natürlich mein Apple Watch hat jetzt auch noch Cellular, heißt das. Das heißt, du hast so wie ein Chip, was kein Chip ist an sich, sondern du hast quasi halt hier Netz. Du hast hier Netz, das heißt, du kannst halt telefonieren, du hast WLAN, du hast Internet, du hast alles, unabhängig von deinem Handy. Und das wollte ich auch. Und ich bin so zufrieden damit, weil ich kann, wie gesagt, überall alles machen und ich muss nicht sofort mein Handy in die Hand haben, wenn zum Beispiel in meiner Tasche ist und ich das überhaupt nicht finde oder wenn es schneller gehen muss. Es ist einfach geil und ich kann meine ganze Sache monitorieren. Ich kann meine Herzfrequenz monitorieren. Ich kann irgendwas mit Blutdruck oder so kann man auch machen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht sage ich gerade das falsche Wort, weiß ich nicht mehr so richtig. Aber ich weiß, das hatte hier irgendwas damit. Ich kann gucken, wie viele Bewegungen ich an meinem Tag hatte, weil Apple halt hat diese, die Apple Watch hat diese bekannte Kreisen.
Das sind drei Kreisen. Und du kannst in die eine sagen, zum Beispiel, wie viele Kalorien du am Tag verbrennen willst. So ungefähr. Und dann kommt der nächste, ist halt Training. Das heißt, wie viel am Tag willst du, also wie viele Minuten willst du pro Tag trainieren? Das habe ich auch. Und der dritte Ring ist, warte, ich muss immer die Uhrzeit gucken. Der dritte Ring ist stehen. Wie viele Stunden ich am Tag stehen will, weil ich will nicht die ganze Zeit nur rumsitzen. Das habe ich auch. Das heißt, du hast deine Ziele, du hast die Ziele festgelegt, du weißt, wie viele Schritte du pro Tag machen willst und du kannst durch dieses Ding hier die ganze Zeit kontrollieren, was du machst. Stell dir vor, du musst jeden Tag, warte, stopp, jetzt müssen wir richtig wechseln. Ach, mein Gedanke war lustig für mich. Stell dir vor, du musst jeden Tag selber zählen, wie viele Schritte du machst. Da wirst du verrückt im Kopf. Das geht gar nicht. Und das kannst du mit solcher Art. Also ich sage nicht, dass du unbedingt ein Apple Watch brauchst. Aber du brauchst sowas, wenn deine Ziele sind, fitter zu sein, gesünder zu sein, abnehmen, Gewicht halten, sportliche Aktivitäten. Wenn das dein Ziel ist, brauchst du so ein Ding, die dich unterstützt und diese ganze Daten oder auch die Belohnung gibt, wenn du abends guckst, geil, alle meine Ringe sind abgeschlossen. Das heißt, das, was du dir vorgenommen hast, hast du es geschafft. Und du bist noch sogar drüber, weil das sagt dir auch, wenn du drüber bist. Und das ist voll geil. Genau, das kannst du mit dieses Apple machen. Du kannst gucken, wie du geschlafen hast. Ob du genug schläfst, ob du mehr schlafen musst, wie viel Wasser du trinkst, wie viel du dich bewegst. Du kannst auch monitorieren, wann deine Tage kommen, wann deine Tage gehen. Also ich bin, wie du siehst, sehr digital unterwegs. Also ich mache alles mit iPad, mit meinem Ding hier, mit meinem Apple Watch, mit meinem Handy. Es vereinfacht mir vieles und diese Kompatibilität, die du mit allen Geräten hast, ist einfach so wichtig, weil du musst halt nicht das ganze Zeug mitnehmen, Ordner oder Kalender oder keine Ahnung was. Du hast das alles in dein, dieses Handy und ganz ehrlich, wann hast du dein Handy nicht bei dir? Oder in meinem Fall, ich trage dieses Ohr jeden Tag und du kannst diese Armbänder hier wechseln. Das heißt, du hast richtig schicke, schöne. Da habe ich auch, die ist Gold, genauso wie meine Apple Watch an sich. Und das sieht sehr schick aus, sieht sehr elegant. Kannst du das mit einem Kleid tragen? Kannst du das machen, auch wenn du abends irgendwo hingehst? Und nicht immer nur sportlich, weißt du? Das wollte ich auch, das war mir auch wichtig. Und du kannst quasi diese ganze Armbänder immer wieder wechseln. Und das ist auch cool, natürlich kostet das alles Geld, aber es funktioniert halt, ne? Wenn du halt die gleichen Ziele hast wie ich oder ähnlich, es funktioniert und es ist halt geil. Und zurück zu unserer ursprünglichen Frage, was für ein Programm ich benutze, sonstiges. Und warum sonstiges? Weil leider, Apple hat noch nicht Hula-Hoop-Programm. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, werden die so ein Programm haben, weil dieses Hype, was das Thema Hula-Hoop, ne? Alle sprechen über Hula-Hoop. In YouTube ist voll mit Videos über Hula-Hoop. Du hast sogar... Es gibt sogar Unternehmen, wo du Hula Hoop machen kannst in deine Pausen und so. Das ist so in unsere Gesellschaft integriert, dass Apple das irgendwann mal merken wird. Und natürlich kommen halt diese Programme, da werden sich halt viele freuen. Aber ich meine, das ist, wenn ich sonstiges mache, der misst halt meine Herzfrequenz. Deswegen sage ich immer wieder, schnell, 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 damit unser Herz mehr pumpt. Also der misst halt das und der misst auch deine Bewegung. Also was du machst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Daten an sich halt sehr verzerrt sind. Also ich vertraue das. Und dadurch, dass ich nicht nur Hula Hoop mache, sondern auch Crosstrainer, da habe ich ein Programm dafür. Oder Krafttraining, da habe ich ein Programm dafür. Oder Yoga oder spazieren gehen. Du kannst auch sagen, ob du innen spazieren machst. Oder gehst in so eine Laufbahn oder ob du draußen unterwegs bist. Das erkennt deine Uhr auch sogar. Und es gibt Momente, wo ich zum Beispiel, die Katze,
Und es gibt Momente, zum Beispiel, wenn du Sport machst und vergessen hast, deine Sportart oder deine Trainingsart zu aktivieren und zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an mit irgendwas. Deine Uhr, also dein Apple Watch, erkennt sofort, oh, sie macht gerade Yoga, sie macht gerade Crosstrainer, die geht gerade spazieren oder sonstiges. Deine Uhr erkennt nach 5 Minuten oder so, was du machst und dann fragt dich, trainierst du das? Wenn ja, kannst du sagen, ja, mache ich, wenn nicht, dann halt nicht. Oder wenn du vergessen hast zu beenden deine Sportart oder dein Trainings, dann sagt er dir auch nach einer gewissen Zeit, wenn der merkt, deine Herzfrequenz ist anders, dann fragt dich auch, hey, bist du mit deinen Trainings fertig? Und dann kannst du sagen, ja, es ist halt fertig. Und das Ding ist einfach so schlau. Also es ist, wie gesagt, ich kann nicht ohne. Ich kann mir das kaum vorstellen. Und wenn du die gleiche Ziele hast wie ich, brauchst du so ein Smartwatch. Da kam auch die zweite Frage, habe ich dir auch am Anfang gesagt. Wir werden gefragt, oder ich werde gefragt, immer unter die Videos, was für ein Smartwatch ich benutze. Was habe ich? Und ich habe die Apple Watch 6 in diese, ich glaube, Edelstahlform, diese, die halt die goldene. Es kam auch mit die goldene Kette als Armband. Und was so krass ist, damals, als ich überlegt habe, was will ich haben, stand drauf, dass die so ein Material hat, die du keine Kratzer kriegst. Und das ist so heftig, weil für meine andere Smartwatch, die ich immer hatte, habe ich immer Schutzfolie gekauft. Immer wieder. Und das Ding hält nicht ewig und sieht dann hässlich. Und dann habe ich gefühlt alle 2 Tage gewechselt. Und hier, ich habe das Ding seit Ewigkeiten, also seit 1 Jahr habe ich dir schon gesagt. Und ich habe keinen Kratzer und ich komme überall ran. Nicht absichtlich. Und das Ding sieht immer noch so schön aus. Ich schlafe mit der Uhr. Ich schlafe mit meinem Apple Watch, weil ich will wissen, wie meine Nacht war, ob ich durchgeschlafen habe, was mit Katzen nicht so einfach ist, weil die Katze ein unruhiges Schlaf hat. Ich will wissen, wie viele Stunden halt insgesamt war. Und mein Wecker. Mein Wecker liegt auch, oder ich habe auch mein Apple Watch, mein Wecker. Und so wachse ich, also wache ich, Entschuldigung. Naja, ich wachse auch, aber so wache ich auch halt jeden Tag, als ich schlafe. Und ich weiß, dass das auch wasserfest ist. Das heißt, wenn du eine Sportart wie Schwimmen hast, kannst du das auch machen mit deinem Apple Watch. Also du kannst auch schwimmen gehen. Das mache ich nicht. Oder ich gehe auch nicht duschen mit meinem Apple Watch. Weil, warum? Also ich ziehe mir alle Schmuckteile aus, wenn ich halt duschen gehe. Aber du, ich kann alles machen. Ich kann Notizen sprechen, ich kann anrufen, ich kann Musik hören überall, ohne dass ich mein Handy mit habe. Wenn ich jetzt mein Handy vergessen habe in der Wohnung, habe ich keinen Stress mehr, weil ich weiß, ich bin immer noch erreichbar. Ich kann mich immer noch melden und ich kann die Nachrichten lesen, obwohl ich mein Handy nicht mit dabei habe. Und das ist für mich einfach so wichtig. Oder ich kann meinen Kalender gucken, was für Termine ich habe. Alles hier, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Gespräch mit irgendjemandem bin, ich kann alles hier sehen. Und manchmal denkst man, ha, die gucken nur die Uhrzeit, aber du guckst halt vieles anderes. Und das ist einfach geil. Und was ich noch kann, ich kann Fotos machen. Natürlich mit meinem Handy, aber ich kann hier kontrollieren, ich kann hier sagen jetzt, hup, dann mach das Foto, ohne dass ich mein Handy irgendwie halten muss oder keine Ahnung was. Hier sehe ich, bin ich im Bild. Sieht man mich, ist mein Kopf drin, keine Ahnung was. Und dann klicke ich hier und dann mache ich mein Foto. Es ist einfach, wenn du so technikaffin bist wie wir beide, weil wir beide sind halt so, wirst du das auch lieben. Genau. Also, 2 Fragen zusammengefasst. Welches Trainingsart benutze ich mit meinem Apple Watch? Sonstiges. Ich finde es halt das Sinnvollste, weil du willst auch die verschiedene andere Trainingsart nicht benutzen, wenn du halt nicht genau das machst, finde ich, bin ich der Meinung. Zum Beispiel, ja, 2. Frage, was für ein Gerät habe ich? Ich habe ein Apple Watch
6. Und ja, ich bin zufrieden. Und ja, ich werde das auch wieder kaufen. Und ja, ich liebe es. Und ja, ich trage nichts anderes. Obwohl ich so viele Uhren habe, die ich immer zum Geburtstag bekommen habe, die ich mir selber gekauft habe, die ich mir irgendwann mal gewünscht habe. Aber seitdem ich mich so in diese Richtung sportliche Aktivitäten entwickelt habe, dann ist mir wichtig zu wissen, ja, was passiert. Und auch wenn man abnehmen will, das ist so wichtig, weil wenn du abnimmst, habe ich auch schon gesagt, du willst Kalorien verbrennen. Und du willst aber auch wissen, wie viel hast du konsumieren. Dann hast du ein anderes Gefühl für ein Eis oder für eine Cola oder für ein Vanillelatte. Weil dann weißt du, wie viel Kalorien du hast und wie viel du machen musst, um das zu verbrennen. Und dann hast du irgendein anderes Gefühl. Dann weißt du, okay, ich kann in der Woche ein Eis essen, mit gutes Gewissen. Aber ich kann nicht jeden Tag ein Eis essen. Weil dann merkst du, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht meine ganze Kalorien verbrennen, die ich konsumiert habe, und noch zusätzlich ein Eis zum Beispiel. Und da kommt halt natürlich dieser Zeitpunkt, wo du zugenommen hast, weil du das einfach nicht machen kannst. Und das kannst du alles mit so einem Gerät halt kontrollieren. Ja, also, ich war ein bisschen... Oh, die Zeit ist vergangen. Vorbei. 20 Minuten. So, wir haben 20 Minuten gemacht, 111 Kalorien verbrannt. Es war auch ganz entspannt. Ich habe mit dir nebenbei geredet über alles möglich. Und ja, ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Was für ein Programm benutze ich und was für ein Gerät ich habe? Ich werde dir das in die Infobox verlinken, weil für mich war damals auch sehr verwirrend. Es gibt so viele Modelle und ich wusste nicht, was ist der Unterschied, was will ich und warum. Deswegen werde ich dir mein Modell, wo ich das einfach empfehlen kann, weil ich sehr begeistert bin, weil die Akku hält, es ist einfach geil und wenn du ein iPhone hast, es ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Es ist eine Investition, ja, aber das dauert oder das hält einfach, ja, ein Lebenslang, kann man so sagen, wenn man damit gut umgehen kann. Genau. Danke, dass du da warst. Danke, dass du hier geblieben bist. Danke, dass du uns immer unterstützt und unsere Videos einfach zuschaust. Danke für alle die Kommentare. Danke dir, dass du immer schreibst. Wir freuen uns unglaublich sehr. Danke, danke, danke. Du kannst super gern dieses Kanal abonnieren. Du kannst uns einen Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Das freut uns immer sehr. Ja, danke, danke, danke. Und wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos. Tschüss!